So, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mega Man. Hallo, wie geht's euch? Guten Morgen. Okay, also ist die X in Mega Man X eine Variable für Hallo, wie geht's euch? Guten Morgen. Bei Mega Man, hallo, wie geht's euch? Guten Morgen. Schuss in die Fresse. Ha, Waffe habe ich. Gut. Also wir gehen jetzt zum Föhnadler. Zum Storm Eagle. Sie haben eine... oder sie haben Mitleid mit mir gehabt. So, ihr hört, ich habe wieder einen Gast. Und es ist kein ganz gewöhnlicher Gast. Es ist ein furchtbar gewöhnlicher... Nein. Es ist Sean Michaels Fan 7. Leuten, die bei mir schon ein bisschen länger zu gucken, bekannt als der Statistiker. Das ist dein Stichwort gewesen. Ja, ich bin halt ein bisschen verrückt, was das angeht. Ne? Du hast auch schon als Kind die Buchstabensuppe geordnet. Naja, also, das stimmt. Hui! Ich hab so gehofft, dass ich das hinkriege. Aber ich bin ja auch bekannt als Risikoman. Siehst du das Bild? Ich sehe das Bild, ja. Du siehst das Bild. Du siehst auch, dass das Bild sich bewegt. Das bewegt sich. Gut. So, wir haben eben schon ein bisschen Chuck Norris. Nein. Wir haben eben schon ein kleines bisschen geprobt. Das heißt, er lässt die Sau jetzt raus. Er sieht was. Und er wandelt es um, dass er in seinem Hirn die Worte bildet, wie die Sau rauszulassen. Also, lass es. Ja, ne, also, irgendwie so. Es explodiert alles. Du bist ein Mann. Du musst frohlocken und jubeln. Yay. Yeah. Ja, das üben wir doch mal. Das ist, wir gehen... Nein, tun wir nicht. Wir gehen nicht zusammen in die Badewanne. ich weiß auch nicht, warum ich da gerade drauf komme. Also, ich hatte ihn eigentlich verpflichtet, als langjährigen und ganz besonderen Kerl. Der kriegt übrigens, das werde ich jetzt hier auch nochmal bestätigen, damit er sich nachher nicht wieder rausreden kann, Überraschung. Er macht ja gerade seine Ausbildung. Fertig. Als Koch. Hat mir sogar mal ein Bildchen von seinem Essen zugeschickt. Also nicht hier Facebook. Oh, guck mal, was ich heute zu essen gegessen habe. Oder vielleicht doch, keine Ahnung, ob du das benutzt. Nö. Gut. Kannst du gut Englisch? Also hat mir auf jeden Fall mal ein Bild zugeschickt von wegen... Hier, das habe ich gekocht. Und ich... Kannst du gut Englisch? Ich kann sehr gut Englisch. Das ist sehr gut. Du darfst jetzt Dr. Light vertonen. Bitteschön. Oh Gott. Gottes Willen. Diese Kapsel enthält ein... Verstärkung. Eine Verstärkung für dein Helm. Diese erlaubt dir die... verschiedenen Sachen mit einem Kopfschlag zu durchbrechen oder so ähnlich. Decken. Ja, wir bekommen jetzt den Hardman-Helm. Sodass wir quasi so einen so harten wie sturen Kopf haben. So, Demonstration. Gleich ist diese. Warum auch das immer hier irgendwie runterhängt. So, Dr. Light ist offensichtlich noch im Stimmbruch gewesen. Oder erkältet. Ja, der war gerade in der Sauna oder so. Wieso in der Sauna? In der Sauna für bestimmte Leute? Der also, hat Helium geraucht. Ich dachte schon, er ist du weißt schon, hier hat Dr. Wily geheiratet und dann weil du weißt schon. Das macht er mal. Ja, also wie soll ich sagen? Mega Man X, Moment, das machen wir jetzt anders. Mega Man X war noch ein schönes Spiel, weil das Helm-Upgrade gescheit und nützlich war. Ich weiß noch, in Mega Man X3 gab es irgendwie eine Karte am Anfang des Levels. Wo zwar eingezeichnet war, wo irgendwelche Überraschungen sein sollten, aber... Mein Gott, dieser Aufzug, der ist... Sollte hätte mal gewartet werden sollen. Jetzt ist das ganze Flugzeug schön explodiert. Das ist am Flugzeug. So, Moment. Jetzt muss ich gerade hier ein bisschen mit meiner Hand dashshotten, aber ich, weil das Problem ist, ich muss mit meinem Finger auf dem Dashshot-Gedöns bleiben. Konzentration! Auf dem Dashshot-Knopf bleiben, ansonsten höre ich auf zu dashen und dann mache ich den Dashshot nicht mehr, der ja quasi doppelten Schaden macht. Ui! Hör auf! Mein Gott, der kann auch andere Dinge machen. Der ist aber äußerst aggressiv.
Ja, ich finde eigentlich, er gehört zu den einfacheren Sorten des Gegnertums hier. Das macht übrigens keinen Schaden, das kann einen nur umbringen. Ups, ich muss meinen Griff auf das Joypad wieder ändern. Damit ich... nicht schon. Komm wieder runter! So, er kotzt Familienmitglieder aus. Jetzt habe ich dich. Ja, er hat zwei verschiedene Angriffe, die einen in den Tod stürzen können. Aber jetzt habe ich ihn entpenigisiert. Du wirst keine Eier mehr ausbrüten. Das könnte jetzt schlecht für eine Familie sein. Er war Aussätziger. Ach so, na dann. Ja, ein Kuckucksei-Schlüpfer. Kein Schlüpper, Schlüpfer. So, der wäre übrigens empfindlich gewesen gegenüber des Waffenarsenals vom Chamäleoniten von unserer freundlichen Echse aus der Nachbarschaft. Jetzt können wir viel heiße Luft fahren lassen, sage ich jetzt mal. Ach ja, stimmt, mir fällt gerade noch was ein. Es gibt noch Verlängerung. Genau. Wir dürfen jetzt nochmal hier zum lieben Benjamin. Benjamin. Weiß gar nicht, warum Benjamin so beliebt ist. Weißt du's? Der hat ja letztes Mal abgeräumt. Oh, ich hab gerade. Oh, Jesus. Ich habe jetzt gerade irgendwie meinen Griffel, den ich für den Boss hier gerade angewandt habe. Die Tasten, zumindest die Joypad-Buttons, nicht mit dem Daumen drücken, sondern mit einer Kombination aus anderen Körperteilen, sag ich jetzt mal. Was heißt es? Genau. Ringfinger und Dingsfinger. So, und jetzt muss ich das soll gehen? Das soll gehen? Ja, klar. Ich hab das Gefühl, dass man ohne den hätte. Du darfst nochmal vertonen übrigens. Okay. Diese Kapsel enthält einen Teil Bulkstoff. Welche? Moment, ich hab's gleich. Ja. Ja. Ich bin der automatische Dr. Light-Übersetzungsroboter. Du kannst es benutzen, um alle Typen von Waffen abzufeuern. Also aufgeladen abzufeuern, weil vorher konnte ich sie auch schon abfeuern. Yay, eigentlich ein Upgrade, was ich total scheiße finde. Aber was soll's. Man braucht... Braucht man das? Also, man bekommt es auf jeden Fall automatisch, wenn man es hier nicht findet. Und damit erhält man Aufladungsstufe Pink. Ich finde sie schlecht. Aufladungsstufe Pink. Also Aufladungsstufe Pink besagt, ich darf... Moment, das demonstrieren wir jetzt gerade mal ganz kurz. Das hier ist jetzt die... Was ist das? Ah, das ist die... Ach ja, stimmt, die Waffe vom Amort Armadillo. So, das ist toll. Aber jetzt könnte ich mit Pink... den besseren Modus aktivieren mit Schild. Und das gleiche gilt auch für andere Waffen. Also für diejenigen, die das Spiel hier quasi noch nicht kennen, da gibt es ja mindestens zwei Stück von. Und ja, das ist die Waffe. Das Blöde ist nur. Hör auf! Hör auf, Schild! Hör auf! Geh weg! Oder hält das. Ich glaube, das. Verdammt, upsala, jetzt habe ich gerade auch versehen aus die Fast-Forward-Taste. Ja, dieser Schild scheint ewig zu halten. Vielleicht schadensmäßig gesteuert. Das Problem ist, dass der normale Pink-Aufladungsknopf... Moment, ich muss hier gerade mal wieder... Nein, zack. Dieser normale Pink-Modus ist zwar ganz gut für Standardgegner. Beispiel, weil ich hier alles rummülze, was hier irgendwie durch den Weg hier sich schaleudert. Das Problem ist nur, bei Bossen funktioniert das nicht so richtig. Nämlich, dieser Modus hier macht quasi, einen Schaden, glaube ich, ist es, pro Projektil, was den Gegner trifft. Und das sind sehr, sehr viele Projektile, die den Gegner treffen. Deswegen ist das bei Standardgegnern auch richtig gut. Oder vielleicht auch bei Minibossen. Aber Bossgegner haben ja eine Invincibility-Time. Das heißt, wenn das erste Projektil sie trifft, dann ist das alles, was nachgehend in sie einschlägt, weg. Ohne dass es irgendwelchen, Sinn macht. Also es macht keinen zusätzlichen Schaden. Und deswegen ist es für Bosskämpfe schlechter als die Standardauflage Nummer 2. Wird sich das irgendwie auswirken? Sehen wir in der nächsten Folge. Wenn welche Bosse noch zur Verfügung stehen, hast du aufgepasst. Ein bisschen, mehr oder weniger. Ja, dann sag. Und zwar den den Octopussy Man oder auch den Tactile Man und den verehrten Chameleon Boy. Genau, meiner Meinung nach einer der schwierigeren Leute. So, bedanke mich beim Sean Michael Fan 7. Ist das übrigens richtig, wie ich den Namen ausspreche? Ich denke schon, ja. Du denkst schon. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.